Den Leipziger Gartenfreunden Südost steht heute eine Großlieferung ins Haus. Adressiert an Michael Baumann, den rastlosen Vorstandsvorsitzenden des Koloniekollektivs. Es riecht mal wieder streng nach Stress. Jedes Jahr mache ich jetzt, ich glaube, das dritte Jahr mache ich das jetzt, dass ich im Frühjahr diese Rindenmulch und diese Erdbestellung mache. Die mache ich eigentlich von mir aus. Das war meine Idee von mir. Und da hat man jetzt so 1400 Säcke Mulch und Erde bestellt. Und heute Nachmittag und morgen Nachmittag kommen die Leute bezahlen. Die teilweise nehmen sie das dann schon mit. Und bei den Älteren liefere ich das dann mit meinem kleinen Tuk-Tuk an. Da geht das dann direkt bis vor der Haustür. Und da sind gerade die Älteren sind uns da auch sehr dankbar. Wenn das mal keine Mulchmännchenrechnung ist. Ja, bitte. Hallo. Ihr wollt wohl schon kommen? Ich habe jetzt aufgeladen. Ich warte noch auf der Papiere und dann komme ich mit der ersten Fuhre. Ja, du weißt, wo es ist, Tabaksmühle 44A? Ja, ich war da schon ein paar Mal da. Ach, war schon mal da. Alles klar, bis gleich, ja? Gut, tschüss. So, das ist natürlich jetzt ganz schnell. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Hubwagen raus. Abfalltonnen rein. Dann ist alles für den Mulchmann fein. So, hier darf man natürlich nicht gucken, sonst unsere Müllecke. Das ist so typisch Kleingärtner hinterm Haus, wo es aussieht wie Sau. Das ist so unsere Schlumperecke. Da stehen mal zwei Leitern, zwei große, mal der Betonmischer steht mal hinten. Hinten in der Ecke haben wir Schrottsammlung. Da haben wir dieses Jahr schon zig Tonnen Schrott gesammelt. Das ist abgeholt worden. Ich habe hier hinten noch 300 Gießkannen. Die muss ich noch verteilen dieses Jahr. Und die haben wir mal zum Sommerfest von Baumarkt Geschenke gekriegt. Na, zeig mal. Ui, ja, die machen ja richtig was her. Die haben wir voriges Jahr verteilt, zur 110-Jahr-Feier. Und der Rest muss noch verteilt werden, weil sie es nicht abgeholt haben. Aber bis dahin sind sie in sicheren Händen bei Sheriff Baumann. Tja, das sind ja wirklich ganz schön viele Gießkannen. Wann sollen die denn alle unters Gartenvolk gebracht werden? Ja, die verteile ich jetzt dieses Jahr. Und das ist immer unsere Schlümpelecke hier. Na, wir vergessen mal, was wir gesehen haben. Oh, hoher Besuch. Jetzt kommt der Lexus. Weißt, wer drin sitzt. Das ist aber doch nicht die Mulchlieferung. Der Check, mein Stellvertreter. Wir sind so ein bisschen zwei Alpha-Tiere. Wenn die natürlich aneinander geraten, da wird's warm durch die Funken. Das ist eine richtige Hassliebe. Es funktioniert. Kommissar Schnüffel, ich begrüße Sie zum Dienst. Da kommt nämlich gleich. Also, der hat schon angerufen. Ich will bis guten Morgen sagen. Ja, der hat mich gerade angerufen, dass er schön im Anmarsch ist. Okay. Wir lassen die schwarze Tonne mal hier vorne, den Rest hinten hin. Müssen ja 16 Paletten hinpassen. Ja. Nee, ich will jetzt erstmal schießen fahren. Ach, du fährst das Schießen? Ja, ich fahr's schießen. Wie schießen? Ja. Ich bin da jetzt in der Leipziger Kommunalgarde im Schützenverein. Und da ist immer freitags für das fortgeschrittene Semester ist da immer separates Schießen. Ja, Seniorenschießen. Ja, und jetzt fahr ich erstmal los. Ich war so um zwei rum, bin ich schon wieder da. Sheriff Baumann muss also allein die Stellung halten. Bis später. Jetzt fährt er zum Schießen, ja. Aber es geht schon. Ich bin froh, dass ich schon hab. Ja, der erste Vorsitzende ist immer das Mädchen für alles, der Dumme für alles, sage ich immer. Aber solange ich das noch mit Herz und Seele mache, kann ich damit so einigermaßen leben. Das ist schon immer so gewesen. Sheriff Baumanns Revier in Leipzig. 1400 Säcke Erde und Rindenmulch rollen an. Aufregung steigt. Jetzt kommt er. Er kommt. Ja, er kommt. Allerdings nicht so weit, wie der Empfänger es gerne hätte. Vor dem Tor ist Endstation. Abladen geht mechanisch.
Aber das Reinbringen muss per purer Manneskraft erfolgen. Der Jack geht schießen, da macht sein Hobby. Und der erste Vorsitzende muss einen Dienst schrubben hier. Ja. Nicht eine, nicht zwei, 16 Paletten muss der erste Vorsitzende aufs Gelände wuchten. Und das ganz allein. Pech gehabt, hat nicht geklappt. Pech gehabt. Das wird nicht, hä? Nee. Da hast du kurz. Hier. Na, vielleicht klappt's ja von der anderen Seite. Vom Lieferanten ist jedenfalls keine Hilfe zu erwarten. Und leider auch von sonst keinem. Das ist das, wo ich das richtig kotzen könnte. Weil Jack nicht da ist. Ja, ein wenig zu kräftige Unterstützung von seinem Stellvertreter könnte hier wirklich nicht schaden. Aber der ist ja bekanntlich zum Schießen. So. Du Maschine. Heute Abend weiß ich, was ich gemacht habe. Aber Mitleid gehört leider nicht zum Lieferumfang. Da hätte auch weiter hinterfahren können. Gund ist König, früher war er Kaiser. So nah und doch so fern. Vielleicht hat der Anlieferer ja wenigstens einen besseren Hubwagen an Bord. Fragen kostet nichts. Der Hubwagen habt ihr nie mit drauf, hä? Nee. Naja. Könntet ihr in Versuchung kommen, dem Kunden zu helfen, ne? Naja, wir haben ja normalerweise Abladung Bordsteinkante. Bordsteinkante. Die darf man sich etwa hier vorstellen. Das ist die Linie. Hier ist das Tor. Hätte ich das gewusst, hätte ich ausgehangen, hätte ich dahinter gemacht. Aber. Ja, das sind immer so versicherungstechnische Sachen. Das ist, lade ich beim Kunden ins Grundstück rein, es fällt was runter oder da geht irgendwas kaputt. Hängt es ja dann bei mir oder bei unserer Firma. Also beim letzten Anliefern konnte er weiter reinfahren. Da hat er aber da oben die Dachrinne leicht angerissen. Und deswegen getraut er sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so. Na? Nun, es ist, wie es ist. Weiter mit Palette 2 von 16. Oh, oben ist er. Oh, da bewegt sich keinen Zentimeter. Tut gar nicht hier. Vielleicht könnte der Vorstandsvorsitzende ja eines der über 700 Vereinsmitglieder zur Mithilfe bewegen. Bist du im Garten, mein Allerbester? Ah, scheiße. Ich krieg die Palette nicht alleine hinter. Ja, gut. Tschüss. Ich rufe versuche jetzt die Gärtner, die vor uns hier waren. Ob er mir mithilft. Unsere Gärtner haben im Jahr 6 Aufbaustunden, Gemeinschaftsstunden zu leisten. Es gibt eine Liste bei uns hier drin. Dort wird immer eingetragen, wenn die hier sind, ob es 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Stunden hier waren. Und das muss klappen halt. Und wenn das nicht stimmt, wär's Fuchs. Zurück in Leipzig. Was macht die telefonische Hilfs-Sheriff-Suche? Hallo, Herr Baumann, ich grüße Sie. Hast du bitte Zeit? Ich krieg die Paletten alleine nicht geschoben mit Hubwagen. Verhelfe ich Ihnen, ich komme da vor. In 10 Minuten sehen wir uns, ja? Ja, hör's also lieb. Lieb von dir, danke. Immerhin, aus einer der über 450 Parzellen rückt Verstärkung an. Eine Beteiligungsquote, die Sheriff Baumann nur zu gut kennt. Es ist traurig im Verein, dass eben immer dieselben kommen. Ich verstehe es, wenn es beruflich ist, wenn es alle arbeiten sind und so, weißt du? Ja? Aber wenn manchmal wirklich Not am Mann ist, wie Sommerfest aufbauen, jedes Jahr sind immer dieselben da. Und dann rede ich nicht von den Burschen, dann rede ich von Ü60, 70, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Moin. Moin. Na, sieh mal einer an. Zu zweit geht's fast mit Leichtigkeit. Gut. Da muss die nächste hier. Das Gewarte. Die nächste Palette, bitte. Für Sheriff Baumann ist wieder alles Paletti. Und es wird noch besser. Der Entlader zeigt ein wenig Entgegenkommen.
Zumindest soweit ihm dies möglich ist. Fahr mal schicke hinter, nicht dass du in Versuchung kommst, das vorne stehen zu lassen. Aber jetzt kommt der Piepton. Und wieso piept's bei dir? Das ist ein Überlastschalter. Der sagt mir, dass ich dann nicht gerade raus kann. Wenn er durchweg piept, dann ist wirklich die Grenze erreicht. So. Man muss ja immer gucken, dass man den Kunden auch ein bisschen zufriedenstellt. Sonst ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Herr Baumann. Na, da muss man mal ein Stückchen rausfahren und dass er nicht ganz so weit laufen muss. So, Jungs, Kartoffelsalat ist fertig. Schönen Grüße. Carola hat Kartoffelsalat gemacht. Der muss aber noch ganz kurz warten. Ich denke schon wieder an das, weißt du? Weil da kommen wir nämlich in Schwulitäten nachher. Das Problem ist, dass jemand gerade der Carola fährt, weißt du? Dann kommt sie uns nicht auf Arbeit. Gattin geht vor Garten. Schnell ab nach Hause. Ja. Also, tschüss. Wir sehen uns dann. Ja. Danke, mein Schatz. Schön gemacht. Fein, ne? Fein gemacht. Jetzt hat Michael den Salat und die Frau wird noch schnell zur Arbeit gefahren. Tschüssi, mein Schatz. Viel Spaß weiter. Mutti fein gemacht. In Leipzig will Sheriff Baumann heute 1400 Säcke Rindenmulch an seine Schreber verticken. Jep, jep, jack, jack. Mulch hier, Mulch da. Der Mulch muss her. Bedenkt und riecht nach Chancen. Wer hat's Geld? Auch ohne Unkraut. Das reicht für gute Pflanzen. Viele waren da zum Bezahlen. Wir sind ein großer Verein. 100 Euro, 101,40 Euro. Also da ist dann wirklich Oberkante Stress angesagt. Ne? Aber vorerst im Innendienst. Jack übernimmt die erste Auslieferung an die betagteren Mitglieder. Ich liebe das, einen ersten Polizeihauptkommissar AD meine Anweisung zu geben. Mein Lieber. Jackie, nimm mal bitte noch 5-mal für Freitag mit, das passt drauf, und 3-mal für die Frau Findeisen. Das ist alles bei ihm hinten. Achtung. Ja. Soll ich euch den Hänger hier rückwärts reinfahren? Oder wollen Nein, wir das davor tragen? Das ist schön, okay, wir tragen Gut, dann das vor. Wir. Wir sind noch kräftig genug. Alpha Schreber unter sich. Jack hat manchmal so ein bisschen eine Art an sich, wo ich anders bin. Hier, guck dir die Zahl, ja. Der austeilt. Der muss auch einstecken. Ich teile eigentlich weniger aus, bilde ich mir ein. Er teilt mehr aus. Durch Kontra dann dementsprechend. Ach hier, wieder die Post verloren. Mann, 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 Mann. Soll ich dir eine Aktentasche holen? Du kannst mal meiner Sekretärin Bescheid sagen. Die kann das mal hinterherbringen. Naja. Sabine! Alle machen mit und alles muss raus. 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 Kann ich hingucken? Verkehrt rum! Ja, aber da fährt aber die Freude. Da fährt noch gut. Pass auf, wir tauschen mal. Komm her. Komm her, wir tauschen. Jetzt was machen wir uns jetzt. Jetzt hol ich mal meine Schießkörper raus. Oh, warte. Vorsicht! Das Rangiergenie zeigt jetzt mal, wie es richtig geht. Ich steige mal ab von meinem Gefährt. Der Sheriff dreht nun persönlich eine Ehrenrunde. Ich liefere das ja noch zum größten Teil an die Gärtner aus mit meinem kleinen Tuk-Tuk. Das heißt also, die älteren Gartenfreunde, die nicht mehr so können, wenn die 20, 30 Sackpass haben, bringe ich die mit dem Traktor, mit dem Anhänger hin.
Moin, Meister Zander. Moin, moin. Ging nicht eher. Rechnung habe ich hier. 30 mal Mulch, 10 mal habe ich drauf, die 10 mal Erde habe ich drauf. Du hast also normale Erde, ja? Ja. 98,90. Gut, alles klar. Ja, aber nicht lange. Die kleinen Säcke machen den Sheriff stutzig. Ich muss aber noch mal gucken, ob wir nicht 40 Liter bestellt haben. Da muss ich jetzt gleich noch mal auf die Rechnung gucken. Irgendwas stimmt hier nämlich nicht. Ja. Aber wir lassen die erstmal hier jetzt. Mir kam es schon so komisch vor, weil der Sack eine andere Farbe hatte. Da habe ich die ganze Aktion kurz gebremst und kurz gestoppt. Mich macht das wuschig. Wir haben 40 Liter. Ach, ich jetzt grade... haben wir alle jetzt solche? Ja, Problem. Das fällt mir jetzt gerade beim... Macht das mich wuschig. Nicht, dass sie mich falsch beliefert haben oder falsch. Ich bild mir ein, dass wir 40 Liter Säcke bestellt haben, Erde. Das wäre aber eine unsagbare Katastrophe. Auch Sheriff Baumann befürchtet Schlimmstes. Wurden etwa die falschen Säcke Erde geliefert? Mich macht das wuschig. Wir hatten 40 Liter. Wie war denn das vorher? Auch 20 Liter? Ja, ja. Oder? Nee. Auch 40 Liter. Ja? Das muss ich jetzt mal abchecken, was auf der Rechnung steht. Ja. Nicht, dass sie mich falsch beladen haben. Oder haben mir auf der Rechnung das Falsche gegeben. Ja, nun ist hier. Ja, das muss ich aber jetzt sehen, das sagst du jetzt. Das muss ich jetzt gucken, dass es derselbe Preis ist. Nicht, dass sie mir die 20 Liter für den Preis verkauft haben. Das kläre ich jetzt schnell. Ich glaube doch, Hane kommen. Nun aber ganz flott zurück ins Büro. Nein, ich meinte vorwärts. Ja, ich persönlich bin ja eigentlich so ein Mensch, der immer ein bisschen Hektik, so ein bisschen Stress braucht. Aber an dem Tag, da steigt dann schon. Sollte tatsächlich ein Fehler vorliegen, muss fast jede Transaktion des Tages korrigiert werden. Die Rechnung liefert hoffentlich eine Antwort. Mach mal nicht so einen Stress. 20 Liter, 40 Liter. Vielleicht atmest du erst mal tief durch, bevor du den Papierkram prüfst. Jetzt kommt das, wo ich merke in der letzten Zeit, dass ich nicht mehr jung bin. Das sind so Momente, die kenne ich von mir nicht. Diese Hektik, das Durcheinander jetzt. Das kenne ich eigentlich gar nicht bei mir, weißt du? Ja. Ne? Und was steht jetzt auf der Rechnung? 40 Liter, 20 Liter. Ist das jetzt falsch? Nee, stimmt. Puh. Da kriegte ich jetzt natürlich einen Schreck, dass ich hier 600 falsche Säcke verkauft habe. Aber es sind 20 Liter. Ich bin beruhigt. Zur Abwechslung kann Sheriff Baumann jetzt mal was für den eigenen Garten tun. Dort, wo Frau Carola das Zepter in der Hand hat. Das kann alles ab. Bis runter, ja, nicht lachen. Aber ja, die dann neuen. Unten also, die kann ich jetzt machen, die das kann ich machen. Machen. Die kann ich ja. machen, die das kann ich runterschneiden. Der erste Vorsitzende als Befehlsempfänger? Wie kommt das denn? Das ist immer das Problem bei uns beiden, dass ich, auch wenn ich Vorsitzender von so einem Verein bin, mit Pflanzen oder Botanik habe ich es manchmal nicht ganz so. Wenn meine Frau sagt, komm, hilf mir mal im Garten, dann denke ich, na gut, da hilfst du, rupst du vorne das Unkraut raus. Und dann kommt die plötzlich und sagt, wo sind meine Narzissen? Ich sage, im Körbchen. Dafür hat er ein Händchen für Deko. Es gibt nichts, was Baumann gerade biegt. Hab ich mich das versprochen? Ja. Es gibt nichts, was Baumann gerade biegt. Also. So, mal ein bisschen trockenlegen, den Kleinen. So. Es gibt nichts, was Baumann gerade biegt. Na, denk noch mal drüber nach. Jetzt kann er wieder. Aber warum fragten ihr mich? Ihr wisst doch, was ich gemeint habe. Ja, gut, vergiss es. Schnipp, schnapp.